Wir von der AfD erwarten von Herrn Pistorius, dass er jetzt unverzüglich Schritte einleiten wird, an deren Ende die uneingeschränkte Landesverteidigungsfähigkeit der Bundeswehr stehen wird. Liebe Freunde, heute Morgen wurde der neue Bundesverteidigungsminister vor dem Bundestag vereidigt. Der Rücktritt von Frau Lamprecht war überfällig und sollte eigentlich nur ein Anfang vom Ende so vieler vollkommen inkompetenter Minister in diesem Bundeskabinett sein. Mit Boris Pistorius kommt immerhin einer, von dem wir erwarten können, dass er nicht mit fliegenden Fahnen und lautem Kriegshurra in den Ukraine-Krieg ziehen wird. Ein Krieg, der nicht unser Krieg ist. Wahr bleibt vermutlich aber auch, dass er sich den grünen Kriegsfalken der Bundesregierung wird beugen müssen. Wir von der AfD erwarten von Herrn Pistorius, dass er jetzt unverzüglich Schritte einleiten wird, an deren Ende die uneingeschränkte Landesverteidigungsfähigkeit der Bundeswehr stehen wird. Das heißt, dass Priorität nicht mehr Damenschuhe und Schwangerenuniformen haben dürfen, sondern vielmehr gute militärische Ausbildung, hinreichend Ausrüstung und genug Munition für den Verteidigungsfall.